Rune Damke, Glückwunsch zum Einzug ins Viertelfinale. Wie hast du die Stimmung hier heute erlebt? Es war ja wirklich zwischenzeitlich richtig laut. Ja, ist extrem, extrem geil. Hat super Spaß gemacht. Die Leute kommen hier verkleidet, irgendwie hast du das Gefühl, die ganze Halle ist voll. Und es war schon bei der Nationalhymne irgendwie Gänsehaut. Und die haben einfach Bock zu feiern hier, die Leute, die uns unterstützen. Das trägt uns extrem. Wie hast du das Spiel gesehen? Ihr wart da eigentlich schon früh vorne weg und habt dann mit dem Selbstvertrauen vielleicht auch aus der Anfangsphase das Spiel durchgeführt. Ja, ich glaube, das war wirklich so ein bisschen der Schlüssel, dass wir den Tempohandball von den Niederländern richtig schnell unterbinden konnten. Und wenn da doch einmal einer durchgerutscht ist, dann hat Anni irgendwie alles weggefischt. Und dann gehst du früh in Führung und dann hast du schon, wie du sagst, viel Selbstvertrauen in der Abwehr. Und dann kommen die Lösungen im Angriff auch von alleine. Und das war heute extrem gut. Und das haben wir dann aber auch souverän durchgezogen. Gibt es irgendwas, was diese Mannschaft aktuell aus der Ruhe bringen kann? Es wirkt nicht so. Ja, ist schon cool irgendwie. Dadurch, dass wir aber irgendwie so einen guten Mix zwischen Erfahrung und jungen Spielern haben, ist irgendwie so eine Unbeschwertheit da, wo man jedem anderen vertraut und wo man immer das Gefühl hat, dass du jede Situation irgendwie ins Positive drehen kannst. Und solange das klappt, ist das natürlich fantastisch. Und jetzt habe ich ein richtig gutes Gefühl. Ein gutes Gefühl auch für Norwegen dann am Montag? Ja, klar. Ist natürlich irgendwie ein bisschen eine komische Situation, dass beide schon qualifiziert sind. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, schon wichtig, dass du da versuchst, den ersten Platz zu erreichen und auch ein bisschen im Rhythmus zu bleiben, dass du jetzt nicht irgendwie darüber nachdenkst, dich zu schonen und ein Spiel wegzuschenken. Ich glaube, es hat noch niemandem gut getan, sowas zu machen. Und von daher werden wir, denke ich mal, wieder alles reinlegen und dann versuchen, dieses Spiel auch noch zu gewinnen. Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, wäre Platz 1 damit verbunden, dass man im möglichen Halbfinale nach Schweden reisen müsste. Ist da der Blick schon oder? Ja, so weit sind wir noch nicht. Also ich glaube, was heute schon mal erlaubt ist, dass man aufs Viertelfinale guckt, wer da kommt. Das haben wir uns so ein bisschen halb, naja, nicht richtig verboten, aber wir wussten schon, wie wichtig dieses Spiel heute ist. Also das war wie ein Finale, dass du nicht in so ein Duodai-Spiel kommst gegen Norwegen in dem letzten Hauptrundenspiel. Aber jetzt darf man natürlich schon mal ein bisschen nach vorne gucken. Dann gucken wir doch mal kurz nach vorne. Spanien oder Frankreich? Was wäre dir lieber? Ja, gute Frage, ne? Also Favoriten sind wir, glaube ich, bei beiden nicht. Die sind natürlich beide extrem stark. Ich kann es wirklich nicht sagen. Also ich glaube, so eine spanische Abwehr zu knacken, das ist für jede Mannschaft ein extremes Problem. Vielleicht liegt uns da Frankreich ein bisschen besser, auch wenn die auf dem Spielsheet natürlich unfassbare Namen da in der Truppe haben. Könnte ich mir aber vorstellen, dass die uns eventuell vom System ein bisschen besser liegen. Aber ich sag mal, im Endeffekt, ob du dann Spanien oder Frankreich kriegst, dann musst du sowieso einen perfekten Tag haben, um die dann zu schlagen. Aber warum nicht? Die Frage hast du jetzt auch schon sicherlich mehrfach beantworten müssen, aber wie wird die Stimmung sein im Hause Damke Oftedal? Deutsch-Norwegisch? Ja, ich hoffe, im Hause Damke ist das Ding relativ klar. Oftedal, glaube ich, sieht das nicht so gut aus für mich. Also ich hoffe natürlich, dass ich diese eine Frau auf meiner Seite habe, aber ansonsten mache ich mir da keine Hoffnung. Alles klar, vielen Dank.